Am 10. November ist der Welttag der Wissenschaft. Das ist ein Gedenk- und Aktionstag der Vereinten Nationen, mit dem an den besonderen Beitrag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung erinnert werden soll. Schon wieder so ein Welttag, könnte man jetzt denken. Aber es lohnt sich vielleicht schon mal darüber nachzudenken, was wir der Wissenschaft alles zu verdanken haben. Eigentlich so ziemlich alles, was unsere moderne Zivilisation ausmacht. Vom Handy bis zum Flugzeug. Für all das haben viele Generationen von Wissenschaftlern die Grundlagen geschaffen. Was überhaupt ist Wissenschaft? Am Anfang ist es einfach nur Neugier. Am Anfang steht die Beobachtung von Dingen, von Phänomenen unserer Umwelt, die uns zunächst rätselhaft erscheinen. Warum zum Beispiel können Vögel fliegen, obwohl sie eigentlich schwerer sind als Luft? Nun könnte man vielleicht glauben, dass das halt so ist, weil irgendwann mal irgendein Schöpfer den Vögeln das Fliegen quasi eingehaucht hat. Oder man geht der Sache wirklich auf den Grund, baut zum Beispiel solche Vögel aus Papier, probiert verschiedene Formen aus, lässt sie fliegen, vergleicht sie, macht also Experimente. Irgendwann wird man dann feststellen, dass auch Papier oder Holz oder sogar Metall fliegen kann, wenn man dem Material nur eine ganz bestimmte Form gibt. Eine Form, die dann im Zusammenspiel mit einer Luftströmung ein Vakuum erzeugt, also einen Auftrieb. Und man kann dann sogar in mathematischen Formeln genau beschreiben, wie das funktioniert. Und damit wird es für jedermann nachvollziehbar, das heißt, jeder kann Flieger nachbauen. Und am Schluss sitzen wir dann sogar selbst in diesen Fliegern, obwohl uns niemand das Fliegen eingehaucht hat. Kraft unseres Geistes. Und genau das ist Wissenschaft. Wir sind hier an der Hochschule Aalen, eine der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Uns ist das Thema wissenschaftliche Forschung sehr wichtig. Dort gibt es für uns zwei Bereiche, in denen die Wissenschaft eine große Rolle spielt. Das eine, das ist die wissenschaftliche Methodik in der Lehre. Diese wissenschaftlichen Methoden, das ist beispielsweise eine sorgfältige Literaturrecherche zu machen. Was ist überhaupt Stand der Technik? Was haben andere zu dem Thema schon erarbeitet? Und dann eben versuchen, auch möglichst quantitativ, zum Beispiel über Analysen, das können jetzt Messergebnisse sein oder Umfragen, quantitativ die Fragestellungen sauber zu analysieren. Dann werden Ergebnisse aufgearbeitet und dann kommt diese wissenschaftliche Diskussion, bei der es darum geht, mal die Ergebnisse zu diskutieren im Vergleich zu dem, was man beispielsweise aus der Literaturrecherche gelernt hat oder in der Diskussion mit anderen Wissenschaftlern. Und in der Forschung, in der angewandten Forschung bei uns, geht es natürlich darum, wiederum diese wissenschaftlichen Methoden anzuwenden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir in der heutigen Gesellschaft und auch in dem, was in der Zukunft auf uns zukommt, diese sorgfältigen wissenschaftlichen Methoden sehr viel mehr brauchen als in der Vergangenheit, weil alles viel schwieriger ist zu verstehen, weil so ein Thema wie Energiewende beispielsweise so komplex ist, dass man meiner Ansicht nach in diese Diskussion nur über wissenschaftliche Methoden eine vernünftige Sorgfalt reinbekommt und zu den richtigen Ergebnissen kommt. An der Hochschule Aalen werden die erneuerbaren Energien ganz groß geschrieben. Es gibt jetzt also ganz neu den Stiftungslehrstuhl für erneuerbare Energien, der in der Elektrotechnik angesiedelt ist. Es gibt aber auch im Maschinenbau schon einige Bereiche, die in dieser Richtung unterwegs sind. Das heißt, wir schaffen jetzt damit eine Vermischung von Elektrotechnik und Maschinenbau. Es ist eben sehr wichtig dabei, dass Studenten wissenschaftliche Methoden hier an der Hochschule erlernen, um dann eben wirtschaftsnah, anwendungsnah Forschung betreiben zu können, mit Firmen zusammenzuarbeiten und dort wirklich was umsetzen zu können, was in die Praxis zu bringen, was uns in der Energiewende weiterbringt. Weil wir davon überzeugt sind, dass diese wissenschaftlichen Methoden sehr wichtig sind, versuchen wir das natürlich auch bereits mit jungen Menschen zu machen. Das machen wir zum Beispiel im Rahmen unseres Explorino.
Dort geht es darum, zuerst mal bei kleinen Kindern sowas wie Faszination an dem Thema Wissenschaft zu erzeugen und dann in weiteren Schritten denen auch zu zeigen, dass man was verstehen kann. Und das ist wiederum ein wichtiges Element von Wissenschaft, dass man versucht, die Dinge, die man wahrnimmt, auch zu verstehen. Zu verstehen, warum der Himmel blau ist und ein Sonnenuntergang rot ist. Wie gesagt, es lohnt sich schon mal, über Wissenschaft nachzudenken. Warum fliegt eine Papierschwalbe? Wie funktioniert zum Beispiel so ein Handy? Oder warum kann ich denn durch eine solche Brille mit ihren raffinierten Gläsern plötzlich klar sehen? All das ist das Werk von Tausenden von Wissenschaftlern, die uns jeden Tag die Welt ein bisschen verständlicher machen und damit die Grundlage für technischen Fortschritt schaffen.